Ich bin jetzt in einer kleinen Kapelle in Degerndorf, genau gegenüber von meinem Heimatort Tutzing am Starnberger See. Maria Dankkapelle heißt diese Kapelle, weil die Leute Grund gehabt haben zum Danke sagen. Und ich sage auch Danke, dass ich in dieser wunderschönen Gegend hier in Oberbayern leben darf. Einer Gegend, die von den Bergen lebt und vom See und natürlich von den vielen Geschichten, die es hier gibt. Vielleicht ist es immer so, wenn eine Landschaft das Herz des Menschen berührt, dass einem dann fast automatisch Geschichten einfallen. Ich stehe jetzt hier in Oberammergau. Oberammergau ist ein alter Schnitzort, wo die Schnitzer daheim waren oder noch daheim sind. In der dunklen Jahreszeit haben die Menschen früher abends beieinander gesessen und sie haben ja, mit ihren Händen was gemacht. Die Frauen Handarbeit, die Männer geschnitzt. Und man hat versucht, in dieser Kunst auch übers Leben nachzudenken natürlich. Es gibt einen Haufen Weihnachtskrippen, es gibt viele Darstellungen von Christus, von den Menschen, die ihn umgeben haben, weil die Menschen versucht haben, auf dem Weg auch ihm nachzukommen. Und das kann man heute noch sehen in Oberammergau, in vielen, vielen Schnitzläden. Das inspiriert dann auch die Fantasie zu unseren Geschichten. Hier in dieser wunderschönen Pfarrkirche St. Peter und Paul in Mittenwald entdecke ich in einer der Geschichten eine kleine Hirtenfigur und die erzählt. An Weihnachten, da stellen viele Menschen Krippen auf in ihrem Zimmer, in ihrem Haus. Und im Mittelpunkt dieses Festes steht das kleine Christkind, ein Kind in der Mitte eines großen Festes. Wir dürfen alle immer wieder Kinder werden an Weihnachten. Wir dürfen uns freuen an Geschichten, an unserer Fantasie, an dem, was so in unseren Sinn kommt. Und da gibt es nichts, was es nicht gibt. Zum Beispiel ein Kamel, das bayerisch spricht, oder einen Hirten, der erzählt aus seiner langen Geschichte. Lassen Sie sich überraschen. Ich wünsche Ihnen, dass mit unseren Weihnachtsgeschichten ein bisschen was von der Atmosphäre meiner oberbayerischen Heimat auch zu Ihnen nach Hause kommt und wünsche Ihnen recht frohe Weihnachten.